Ja, jetzt bin ich im Wiki drin. Versuchen wir mal, ob wir da eine. Ah, da, Waterflask, da ist er schon. Ah. Okay, es gibt offenbar Dehydration im Spiel, Leute. Und mit dem Wasserbehälter kann man das verhindern. Schön. Na gut. Dann haben wir das auch. So, Inventar. Ich biege 227, Leute. Durch Handel kann ich das Gesamtgewicht anscheinend übersteigen. Das gefällt mir. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich jetzt einen Molotow-Cocktail zurücklassen muss. Der kommt übrigens, und die hier auch, kommt in den Behälter rein. Die Kohle hebe ich auf, weil wir sind ja abhängig. Ich will nicht sterben. Den für die Dehydration. Das ist toll, Leute. Wir haben schon so viel. Wir können so wenig tragen. Oh, Mann, Mann. Ich muss halt irgendwas, muss ich jetzt loswerden. Oder aber wir lassen den Molotow-Cocktail da drin. Ich finde es ein bisschen blöd. Vielleicht hätte ich die, statt den Handgranaten die Molotow-Cocktails werfen sollen. Naja. Moment mal, Leute. Die Tür ist verschlossen. Die öffnen wir jetzt. Tür aufgeschlossen. Also, was ist hier drin? Ich glaube, das eine Regal hatte ich noch gar nicht gesehen. Geil. Geil! Da ist ein Geigerzähler! Nein! Oh, und ich habe ihn mir gerade gekauft, Leute, für 1000 noch was. Oh, wie geil! Leute, das wird unsere Basis. Die ganzen Sachen. Warum gibt es keinen Skill schließen oder so? Robe der Children of the Cathedral. Das ist ein Brecheisen. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Okay, wisst ihr was? Wir lassen jetzt ein Molotow-Cocktail hier. Holen uns den anderen. Und das hier wird unser Lager für wenn wir hier sind. Toll. Öffnen wir die Tür. Wie gesagt, ich glaube, ich habe das hier vergessen mal zu durchsuchen. Das machen wir jetzt. Naja. Okay, also wir legen jetzt den zweiten Molotow-Cocktail auch ab. Wir nehmen mal nur die Handgranaten mit. Dann können wir doch jetzt sicher hier die eine Handgranate Molotow-Cocktail mitnehmen. Immer noch zu viel. Okay. Mann, Leute, jetzt ist da ein Geigerzähler drin, ein Brecheisen. Oh Mann, ist das fies. Benutze ich die Munition hier eigentlich? Die benutze ich.
Aber kann ich nicht tragen. Okay. Was ist das hier? Halbautomatikgewehr vom Typ Cold Range Master. Kaliber .223. Nur Einzelschuss. Mindeststärke 5. 10 von 10 Schuss drin. Bitte entladen, Leute. Okay, wir machen das jetzt wie folgt, Leute. Eigentlich ist ja die Basis der Red. Oder ich habe einfach überall ein Lager, Leute. In Junktown habe ich mir noch keins gesucht, aber hier ist das die Kathedrale. Die habe ich ausgelöscht. Das ist mein Lager hier. Und bei den Raiders haben wir ja auch ein Lager. Und ich packe hier jetzt einfach mal was rein. Wir brauchen zum Beispiel die hier nicht. Da haben wir eh nur 20. Die packe ich jetzt mal weg. Die sind jetzt hier drin. Können, und jetzt müssen wir das doch wieder nehmen können. Das waren doch, die waren doch bestimmt schwer. Ja. Und der Molotow-Cocktail kommt da jetzt auch rein. Sehr schön. So, und wenn wir mal was brauchen, Leute, dann kommt das hier rein. Und ich glaube, ich behalte mir das Zeug auch immer. Ab sofort. Ich möchte es nicht verkaufen, aber ich möchte es auch nicht benutzen. Aber wir behalten das einfach in unseren Lagern. So, also das gehört jetzt mir. Und ich kann die Tür schon wieder nicht schließen. Na egal. Wir haben ihn getötet. Geben wir die Quest ab. Mann, das ist eine Menge Kohle. Decker wollte die Zicke endlich tot. Da sind deine Skripts. Ken gibt dir 4000 Tappscheine. Du hast dich als sehr nützlich erwiesen. Okay. 700 Erfahrungspunkte erhalten, Leute. Das wird gespeichert. Hast du noch weitere Jobs? Aufmachen, Jungs. Ich bin stolz auf dich. Du bist unbarmherzig. Das bewundere ich. Kane wird dich bezahlen. Ich hoffe, du hilfst uns auch in Zukunft. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Oder was hat er denn nochmal zum Handeln? Ah, okay, brauche ich jetzt nicht dringend. Oder habe ich was zu verkaufen? Nein, ich habe gerade nichts zu verkaufen. Okay. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Unter diesen Umständen, ja. Was gibt es im Hub? Der Merchant Market ist im Stadtzentrum, umgeben von Gebäuden. Die Heights sind im Westen und Old Town ist im Osten. Was für Gebäude? Du bist hier im Maltese Falcon. Es gibt noch den All-in-One-Store, das Waffenlager, die Friendly Landing Company, die Polizei und leider das Krankenhaus der Children. Du scheinst nicht... Es wird mir jetzt das bewusst, Leute, wir haben ein Krankenhaus vernichtet. Ups. Du scheinst nicht gerade begeistert von den Children of the Cathedral zu sein. Was ist los? Sie mischen sich ein. Mehr sage ich jetzt nicht, ja? Ja, er will Leute tot sehen. Die sind nur fast tot. Und die Leute von dem Krankenhaus, die pflegen sie wieder gesund. Okay, kann ich dir vielleicht noch ein paar Fragen stellen? Unter diesen Umständen, ja. Irgendwelche Neuigkeiten? Jemand scheint den Fargo Traders ganze Caravans zu stehlen. Und der Thieves Circle verursacht die üblichen kleinen Probleme. Schon gut. Wir haben hier jetzt also keine Aufgaben mehr. Okay. Dann würde ich jetzt nochmal zum Thieves Circle gehen, Leute. Vielleicht kriegen wir ja jetzt wieder Aufgaben.
Sieht zu beschäftigt aus. Okay. Und was hast du... Die sagt uns neue Sachen heute. Und was hast du sonst noch so gehört? Die Water Merchants treiben ein Spielchen. Decker presst für ihren Schutz das Letzte aus dem Fargo Traders heraus. Die Children of the Cathedral haben sie ihrem Gott geopfert. Die Deathclaw hat sie aufgegessen, gefressen. Das sind doch alles nur Gerüchte. Überhaupt nichts wert. Such nach Tatsachen und nicht nach Märchen. Aber warum fragst du? Sind Freunde von dir dabei gewesen? Ich habe da meine Gründe. Ich habe einem Freund versprochen, dass ich es für ihn herausfinde. Ja, ich hatte mal einen Freund. Ich brauche Wasser für meine Stadt und kann es mir nicht leisten, dass Caravans einfach verschwinden. Ja, wir können ja das sagen. Wirklich, wo kommst du denn her? Shady Sands? Vault 13? Nördlich? Aus einem kleinen Ort nördlich von Shady Sands? Von hier und da, ich mache alles Mögliche für alle möglichen Leute. Ich beneide dich nicht, obwohl du natürlich auch sehr berühmt werden kannst, wie diese wilden Legenden namens Magnum Tom Goddard oder Scorpion Joe Cornelius. Das hat schon was für sich. Okay. Das ist schon ein Abenteuerjob. Den Armen zu helfen, dein Leben zu riskieren, neue interessante Leute zu treffen, so sind wir halt, die Guten. Error, was? Error. Das ist nicht gut, Leute. Ich glaube, Thieves Circle ist jetzt kaputt. Wir könnten wahrscheinlich eigentlich noch Quests machen, aber es geht anscheinend irgendwie nicht. Ich glaube, das könnte ein Bug sein. Na gut. Dann gehen wir. Ich glaube, wir vermeiden die ab sofort besser. Vielleicht finden wir mal noch einen Zweig von denen oder so. Oder haben noch mal was mit ihnen zu tun. Aber ich glaube, wir werden nicht mehr von alleine hierher kommen. Ah, Glück. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch die Karawanen. Wie ist denn jetzt eigentlich meine Infamie? 5. Wir waren 12, jetzt sind wir bei 5 Leute. Wir kommen ins Minus rein. Noch sind wir eher so neutral, aber na gut. Wir werden ein böser Typ, Leute. So, halt. Mit dem Typen, da müssen wir ja, glaube ich, reden. Jetzt speichern wir erstmal. Okay, und dann... Es ist schade, dass Dogmeat gestorben ist, Leute. Allerdings, wir sind mittlerweile so stark, dass wir es tatsächlich alleine hier durchschaffen. Finde ich toll. Na gut. Aber ich glaube, für heute mache ich Schluss. Ich finde, das hat Spaß gemacht, Leute. Beim nächsten Mal machen wir die Karawane. Die Karawanenquest, um das herauszufinden hier in Hub. Und dann finden wir hoffentlich auch. Vielleicht haben wir auf der Weltkarte ja auch. Wisst ihr was? Das sehe ich jetzt noch schnell nach. Speichern werde ich es nicht mehr, aber ich möchte dann wissen, ob wir die Vault 12 jetzt auf der Karte haben. Am Tag sieht es hier echt viel schöner aus. Hier sind plötzlich auch andere Leute. Hoffentlich können wir alles verkaufen. Ja, wie kann ich behilflich sein? Was ist das hier für ein Ort? Das ist der Hub, ein Handelszentrum für das Ödland. Es ist die größte Stadt, die ich kenne. Man findet hier alles, was man braucht. Und wenn du Arbeit suchst, bist du hier genau so richtig. Fast hier scheint dir jemanden zu... Oh Mann, das hatten wir ja schon. Oh, wir hatten schon mit ihm geredet. Ups.
So, wir haben jetzt, Leute, Vault 13 und 15 hatten wir schon. Shady Sands, Chunktown Raiders, Necropolis haben wir jetzt plötzlich. Das war, glaube ich, der Boneyard. Das da könnte Necropolis sein, keine Ahnung. Das hier ist ja Junktown. Hier sind die Raiders, Shady Sands, Vault 15, Vault 13. Ha, im Hub sind wir gerade, hier unten. Brotherhood of Steel gibt es noch. Es waren, glaube ich, die hier. Und Boneyard. So, eins, zwei, drei. Drei Orte, wo wir noch nicht waren. Genau. Und wir könnten halt noch den Deathclaw machen. Oh, da ist plötzlich die Höhle, Leute. Händler. Downtown. Hades. Eingang. Old Town. Und hier die Water Merchants. Wofür ist diese Höhle? Oh, fuck. Deathclaw. Ach, scheiß drauf, Leute. Das machen wir jetzt noch. Ich hoffe, das wird was. Wenn nicht, dann habe ich ja davor gespeichert und dann lassen wir das für heute einfach. Du siehst Eierschale. Stücke zerbrochener Eierschalen. Also da unten ist Deathclaw, also gehen wir erstmal nach rechts. Noch mehr Eierschalen. Ist dabei, uns anzugreifen. Er sieht unverletzt aus. Sehe ich ihn noch nicht, oder was? 5%. Ach ja, machen wir einen Einzelschuss. 5. Voll daneben. Naja. Prozent, Leute. Ah, komm. Machen wir. Ja, 50% hätte ich schon mindestens. Also einfach den Rumpf. Für 9 Punkte getroffen. In die Augen. Für 12 Punkte in den Augen. Und wie viel hat das uns jetzt getroffen? Du wurdest für 15 Punkte kritisch getroffen, der blaue. Und dann nochmal 5. Und ohne Schaden kritisch. Nee, dann mache ich lieber das Dauerfeuer. Für 8 Punkte getroffen. Oh. Nicht einmal die Aasfresser sind auf deine verstrahlte Leiche scharf. Toll, danke. Okay, der macht verdammt viel Schaden, Leute. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Vielleicht hätte ich eine Handgranate. Das wär's. Naja, das machen wir beim nächsten Mal. Für heute ist echt Schluss. Ich nehme schon wieder seit über 4 Stunden auf, Leute. Reicht für heute. Beim nächsten Mal töten wir Deathclaw, dann machen wir die Händlerquest und dann. Ja, dann sehen wir mal, was wir machen. Also dann, bis morgen. Ciao.